Wir können jetzt nicht mies über die Wächter reden. Da Solas, tut mir leid, aber. Wir müssen verhindern, ja, müssten wir. Freiwillig diese alten Götter ausfindig dich, Solas. Zu machen. Und die Dämonenarmee zu rufen. Das mache ich am liebsten. Die Dämonen sind nichts weiter als ein Werkzeug. Das ist nicht der Punkt. Die Verderbnis lässt. Verzeiht mir. So, jetzt können wir ihn vielleicht fragen. Was hat er überhaupt auszusetzen? Mein Lieber? Erzählt mir von Korypheus. Ich muss mehr über Korypheus. Ihr habt ihn mit der Das zuzugeben würde alles. Er wird seinen Plan weiterverfolgen, Orleans Chaos zu stürzen. Wir unterhalten. Okay, er hat sonst nichts zu melden. Das heißt, wir haben unseren kleinen Bonus von vorne wieder verloren, aber drauf geschissen. Wir reden doch nicht scheiße über die Wächter jetzt. Das größte Problem ist die Dämonenarmee. Wäre nichts dagegen, wenn die Wächter einfach in die tiefen Wege gehen würden, einfach die Erzdämonen klatschen gehen würden oder die alten Götter klatschen gehen würden. Aber wenn sie die Dämonenarmee rufen und sich einfach verarschen lassen von Korypheus, da bin ich gegen. Cram versteht dann nicht, wie Stühle funktionieren. Inquisitor? Idee? Fallen euch noch andere Aufgaben für die Sturmbullen ein? Im Moment wüsste ich nichts, alles klar. Aber falls mir etwas einfällt, lasse ich es euch wissen. Cram trinkt mit der Nase. Später. Cram hat generell ein paar Probleme, glaube ich. Weiß nicht, wie Stühle funktionieren, trinkt mit der Nase. Sie war einfach zu stark befestigt. Wir wollten schon abrücken, als die Sturmbullen kamen und meinten... Müssen wir mal laden. Tut mir leid. Die wollten gerade was sagen und ich konnte ihn nicht hören. Hä? Sind wir richtig? Ah, zu spät. Inquisitor? Ja, ist schön. Also ruhig nochmal erzählen können, was ihr, wovon ihr gerade am Reden wart. Ich verstehe. Was? Die Treppe! Okay, das war schon komisch. Wieso rennen wir gerade zu Cole? Ein hingerissenes Lächeln des Verzauberers, als die Kerze brennt. Die Mauern sind sicher. Sie wird nie wieder hungrig sein. Okay, damit ist vermutlich Vivien gemeint. Wir unterhalten uns später. Vermutlich. Damit ist aller Wahrscheinlichkeit nach Vivien gemeint. Ich sag ja nur, was ich gehört habe. Server, wie ist die Lage? Wir greifen jetzt also Wächter an, Scheiße. Ist ja großartig. Nachforschen. Entwicklung. Cassandra, die Beterei ist ja ganz nett, denke ich. Aber Korypheus, der ist scheiße. Ich komme das ist wieder. Sehr schön. Nur zu. So, hier lang. Vielleicht hat Kallen da was zu melden. Vielleicht erzählen die Leute hier auf der Weiß irgendwas. Und können da zu Call gehen. Redet! Führt ein Gespräch! Diesen Elendigen. Kallen, wie ist die Lage? Was kann ich für euch tun? Könntest du wissen? Gibt es irgendetwas, wovon ich wissen sollte? Im Moment nicht. Alles klar. Das wäre vorerst alles. Ich bin mir sicher, ihr habt noch genügend. Was wollten wir sonst noch machen? Wir könnten noch mit Vivien reden, aber erst einmal Weltkarte. Wir gehen an die Sturmküste. Denn hier haben wir noch einen ganzen Bereich zu erlegen. Was ist da? Ins Dunkel mit der dunklen Brut. An der Sturmküste tauchen überall überraschend viele Geschöpfe der dunklen Brut auf. Gut, dann gehen wir dahin. Wir reisen zu diesem Ort. Mit Varric, mit Blackwall, mit Vivien. Der Abwechslung halber und so. Dann gehen wir jetzt erstmal die dunkle Brut klatschen. Und dann gehen wir die Templer klatschen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Roten Templer hier Fuß fassen. Das ist wahr. Da kümmern wir uns aber jetzt mal nicht drum. Jetzt kümmern wir uns um die dunkle Brut. Und
da hinten müssen wir dann auch rennen. Na, wunderbar. Okay, wir gehen jetzt erst die roten Templer klatschen. Zuerst einmal die roten Templer. Könnten wir auch vielleicht Hessarions Klingen, unsere zweite Sekte, irgendwie fragen, ob die irgendwie irgendwas wissen, was bemerkt haben. Und siehe da. Sarah? Tach. Siehe da, es ist hier geöffnet. Wir sollten nicht zu lang. Was? Irgendwie brechen unsere Gefährten erneut ihre Gespräche ab. Können wir nochmal laden? Wir laden nochmal. Wieso ist Vivienne schon angeschlagen? Keine Ahnung. Ah, jetzt geht's. Ja, komm, hier so. Das Konzept vom Boden. Das funktioniert nicht so. Kommt ihr bitte rein? Inventar voll! Nein, wir haben vergessen zu leeren! Rückzug! Ich habe vergessen, das Inventar zu leeren. Nein! Das ist blöd. Wir probieren das gleich nochmal. Erstmal müssen wir unser Inventar geleert haben. Ich komme nicht zu, dass wir den ganzen schönen Müll da zurücklassen. Ist hier noch was zu lesen? Ja, Haven, das wissen wir schon. Wie viel Geld haben wir eigentlich momentan? 17.000, da können wir uns bald ein bisschen Einfluss kaufen. Euer Gnaden. Verscherbeln. Weg, Balken. Weg. Auch weg. Kann weg, kann behalten werden. Kann weg, kann weg, kann weg, kann weg, kann weg, kann weg, kann weg. Kann weg, kann auch weg, kann 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 weg. Schauen wir erstmal, was Sarah an, was unsere Schurken an Rüstung tragen und so. Aber schauen wir einfach nicht, das werden wir nachher nicht einfach selber welche herstellen. Wir verscherben jetzt erst einmal die Rüstung, die wir hier mit dabei haben. Gnadenwappen behalten wir. Kann weg. 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 Weg, 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 weg. Aber Spinnensekret brauchen wir. So, wie viel Kohlen haben wir jetzt momentan? 20.000. Was kostet denn was denn hier? Ja, der ganze Spezialkram. Erhöhung der Macht und des Einflusses der Inquisition. Der Macht des Einflusses, der Macht und Einfluss, Macht und Einfluss. Es gibt alles Macht und Einfluss. Aber alles nur unterschiedlich viel. Bevor wir das machen, werden wir vermutlich erstmal einen Inquisitionsbonus sammeln, der uns... Ich muss kurz mal gucken, wie... Darum brauchen wir noch? Wir sind gerade zur Hälfte. Der nächste Inquisitionsbonus, dann werden wir uns einen Rabatt nehmen, das alles 10% weniger für uns kostet.
Und dann geht das gut. So, jetzt Weltkarte. Sturmküste, wir wollten hier hin. Mit Varric, mit Blackwall und mit Vivienne. Das ist der Plan. Und den verfolgen wir auch weiter. Ach ja, ach ja. Ja, wie Fähigkeiten Bann und magische Säubung vernichten Dämonen. Das konnten wir gerade sehen, bevor der Nachladebildschirm eingesetzt hat. So. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Das ist toll. Überlege ich, was ich noch machen könnte, wenn ich gerade schon darüber nachdenke, was für Materialien ich so brauche, wenn ich nämlich für alle unsere Gefährten neue Ausrüstung herstellen möchte. Vielleicht sollten wir dann einfach, wenn ich einfach sozusagen offscreen da einfach die ganze Zeit Einsätze machen lasse, wie Ressourcen sammeln und so weiter. Sich dieses Lyrium ausbreiten. Soweit wie wir es zulassen. Und kein Millimeter weiter. Schlüssel aus rotem Lyrium. Schlüssel aus rotem Lyrium gefunden bei einem roten Templer, der ja offenbar schon tot war. Haben die roten Templer ihren Hafen angelegt. Genau, einfach ganz kurz hier die Boote über den Kräutern parken. Welche Stümperei ist das denn hier? Auch ganz nur, dass es überhaupt irgendwelche Kräuter gibt, die ja im Salzwasser leben. Aber kann sein, es gibt ja auch Algen. Die roten Templer haben sich hier eingegraben. Ich bin bereit. Holen wir uns das Pack. Wunderbar. Komm mal her. So. Erledigt. Bogen eines roten Templers. Wölk stimmt zu fürs Klatschen von roten Templern. Stimmt Wölk auch zu, wenn wir das machen. Derwins Mündung. Der Hafen bei Derwins Mündung wurde... Das lesen wir ein andermal. Das ist kein Brief. Das ist einfach nur ein Buchausschnitt und diese Bücher werden wir alle eines Tages lesen, der Lesestunde, nachdem wir mit dem Spiel durch sind. Also ungefähr einem Jahr. Okay. Darüber ist keine gute Idee, glaube ich. Aber hier kommt man durch. Hier ist alles nass. Du musst erwarten, dass unsere Höhle mal trocken ist. Templar. Ah!
kommst du bitte her? Geht doch. Komm, greif mich doch mal an. Traut dich doch einer mal. Ach, hier offenbar nicht. Gut, dann einfach so hier reinwirbeln. Hat doch einer getraut. War doch einer dumm. Kaputt verderben. Das ist nicht was Schönes. Komm, in den Sommerstein. Ein bisschen Sommerstein. Das ist ein ganz schön großes Vorkommen von rotem Lyrium. Was ist da hinten? Da kommen wir doch bestimmt hin. Was ich lustig finde, Kommandantin Meredith wurde in Kirkwall innerhalb von 3 Jahren bekloppt, weil sie so einen kleinen Götzen hier hatte. Und hier haben wir so riesige Säulen und die tun uns gar nichts. Oder waren das 6 Jahre, die sie hatte? Ich glaube, sie müssten in 6 Jahre gehabt haben, diesen Lyrium-Götzen. Weil sie dann vollkommen durchgedreht ist. Ach, da haben wir das letzte Banner! Aber noch erstmal gucken, über uns war ja auch noch was. Da hoch von wegen da durch. Meine ich natürlich. Von hier oben aus kommt man vermutlich auch da runter, man bricht sich nur die Beine. Unterschriebenes Tagebuch. Der rote Trank war bitter und verbrannte mir die Kehle. Es war kein Vergleich zu dem Lyrium, das ich kannte. Ich hörte ein Summen im Kopf, einen Ton, der mein gesamtes Sein zu durchdringen schien. Mich erfüllte eine umfassende Kraft. War, als hielte ich die ganze Welt in meiner Hand. Und ich könnte sie mit einem Gedanken zerquetschen. Fühlt sich so der Bauer? Ich kann nur an diese Macht denken. Ein Vorgeschmack auf die Grenzenlosigkeit. Nein, ein Vorgeschmack auf die Grenzenlosigkeit macht es unmöglich, sich mit dem Gewöhnlichen zufrieden zu geben. Wo zu sein, was ich bin, wenn ich mehr sein kann. Aha. Es muss schwer für sie sein, die Verwandlung ihrer Kameraden zu sehen. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber die können auch froh sein, dass sie nicht selber sind. Wo führt das jetzt hin? Das führt offenbar weiter. Bei Blackbow muss es irgendwie ähnlich gehen wie unseren Templern. Ich meine, der muss zu sehen, wie der Orden der Grauen Wächter absoluten Scheiß macht. Genauso wie die Templer der Inquisition will er dagegen vorgehen. So, eine verdächtig große Tür. Einfach aufmachen. Ach so, wieder so ein schönes Teil für Solas. Hier was zu plündern. Ach so, das ist also hier nur so. Nur aus Schönheitsidealen. Aus Schönheitsgutter. Karte von paar Wollen, Fragment. Aha. Hat irgendwas auf sich? Waren wir noch nicht drin? Warum?
Kram. Bücher. Geld. Brief an des Vaters. Dieser Brief hat seine Empfängerin nie erreicht. Liebste Fenella, wie geht es dir? Und deiner Tante Caitlin? Mein liebes Mädchen bereitet doch sicher niemanden Kummer, oder? Nein, mein liebes Mädchen bereitet doch sicher niemanden Kummer. Wie gehen deine Studien voran? Vielleicht kannst du ja uns einen Teil deines Briefs vorlesen, um mir zu zeigen, wie viel du gelernt hast. Es tut mir leid, dass ich schon so lange fort bin. Ich habe eine Pflicht ohne P zu erfüllen. Weißt du noch, als deine Mutter sehr krank war und ich dich gebeten habe, ihr Wasser zu holen? Du hast es gemacht, weil du sie geliebt hast. Hier ist es ähnlich. Manchmal müssen wir unangenehme Dinge tun, weil damit anderen geholfen wird, an denen uns viel liegt. Das Land ist krank und ich muss helfen, dafür zu sorgen, dass es sich wieder erholt. Keine Sorge, ich bin hier nicht allein und wir haben jetzt auch starke Medizin, die uns Kraft gibt, damit wir besser kämpfen können. Es dauert nicht mehr lange, dann sind alle Magier weg und wir sind wieder sicher. Ich komme bald nach Hause. Meine Liebe und meine Gebete sind bei dir, Vater. Oh, Schia. Nun ja. Ah, starke Medizin, ja. Damit alles besser wird. Ich finde immer gut, dass die immer noch ein bisschen versuchen darzulegen, dass die Roten Templer natürlich immer noch Menschen sind. Teilweise. Bis sie irgendwie zu viele von Rotbüren nehmen und dann gar nicht mehr so menschlich sind. Wo führt das hin? Okay. Nirgendwo hin. Aber das hier. Wo führt das hin? Sieht nicht so aus, als wenn es einen Weg darüber gäbe. Man kann ja nachschauen immer. Nein! Gut, wir wollten da jetzt wieder hoch und dann da rum. Interessant, wie einige der Roten Templer immer noch glauben, dass es ihr Ziel ist, die ganzen Magier zu beseitigen. Während sie in Wahrheit einfach nur benutzt werden für irgendwelche anderen Zwecke. Für Korypheus-Zwecke, der ein Magier ist. Ein Magister aus dem Winter sogar. Und da haben wir wieder ein paar der Roten Templer, die nicht mehr ganz so menschlich sind. Einen davon haben wir unterbrochen. Gut, sind tot. Mächtiges rotes Lügen können wir natürlich einfach. Lebt ja auch noch. Können wir einfach mit uns mitnehmen, Bogen des Roten Templers. Dieser Hauptmann der Wache aus Kirkwall, mit dem ihr befreundet seid. Sie ist stärker als ihr. Schön, das wollte ich hören. Ja, Evelyn ist ein Panzer, kann man sagen. Das ist hier hinten die Brücke, die kaputt ist. Und weiter geht's. Aber wir hatten ein kurzes Gespräch von zwei Zeilen hier in der Truppe. Welk, wo rennst du hin? Kommst du her? Very. So. Nicht aus der Reihe tanzen. Und nicht den Bogenschützen immer vorrennen lassen.
Der rennt schon wieder vor, Alter. Unsere Gefährten haben schon irgendwelche Probleme im Kopf. Das ist vielleicht doch das rote Lyrium. Vielleicht schlägt es ihn doch auf den Kopf. So, ein bisschen Blutstein. Kiste. So, und auf die Fresse. So, hier wird einfach richtig verprügelt. Vorherrschaft der Templer hier gebrochen. Würde ich auch sagen. Von hier hat man ungehinderten Zugang zum wachen Meer. Wer weiß, was sie noch alles erreicht hätten, wenn wir sie nicht vertrieben hätten. Das ist wahr. Dieses Boot sieht noch seetüchtig aus. Den Hafen an Sturmküste wieder aufbauen, Einsatz verfügbar. Alter, da ist noch so eine große Lyriumader für die wir für Varric zerstören müssen. So, wunderbar. Zwei fehlen uns noch. Die finden wir dann, glaube ich, in dem Priest du Lyon. Wir könnten jetzt mit dem Ruderboot darüber segeln, müssen wir es aber nicht. Wir müssen nämlich noch dunkle Brut klatschen. Das ist der Plan. Hier als nächstes, dunkle Brut. Aber wir können auch mal einen kurzen Trip mit dem Brut machen. Gucken, wo es uns hinführt. Vier verschlossene Felsspalten. Hätten wir so das mitgenommen, der könnte ein Holzbrett davor packen. So, wo führt uns das jetzt hin? Auf Reise. Auf Reise. Auf Reise, auf Reise. Wonach suchen wir hier? Wir sind auf der Dracheninsel. Ich möchte hier nicht sein. Wenn der Drache ist, dann möchte ich hier nicht sein. Das ist vielleicht ein bisschen ungesund. Wir sind noch nicht stark genug für den Drachen. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Ja, das ist toll. Wir müssen zunächst einmal nach da unten hin. Oh Gott. Okay, erstmal hier, dann nach da unten hin. Felsspalten sind vermutlich in diesen komischen Zwergenruinen, nicht wahr? Da, wo unsere Gefährten einfach immer zu blöd sind, die Treppen hochzulaufen, deswegen wir früher auch schon mal fast von Spinzerfleisch wurden. Na, schönen Dank. Ach, das ist ein Widder. Ich dachte ganz kurz, was ist das? Ein Hörlock Alpha. So, und jetzt einmal so drauf. Gut, dann haben wir den erledigt. Da ist noch so ein Hörlock. Komm mal her.
Au. Schnauze, Bär! So, Winnie Pooh ist erledigt und da ist eine Felsspalte. Aufladen. Hier sind keine Holzbretter mehr. Ich bin gespannt, was passiert. Gut, das sieht ein bisschen stabiler aus. Ein bisschen stabiler. So einen kleinen Stein davor geschoben. Als nächstes da unten hin. Folgen wir einfach dem, gehen wir einfach dem Fluss entgegen und dann kommen wir da schon an. Langstein und weiter. Pfennigkraut und weiter.